Herzlich willkommen und vielen Dank dafür, dass Sie an diesem Webinar über das Upgrade von Diasend auf Gluco teilnehmen. Heute werden wir uns die Details der Gluco-Plattform ein bisschen genauer anschauen, damit Sie sich mit Gluco vertraut machen können. Den Fokus werden wir dabei auf die verschiedenen Funktionen und die Grafiken legen. Jetzt kommen wir zur Agenda. Was werden Sie heute also lernen? Zuerst einmal, wer wir sind, was genau passiert, welche Unterschiede zwischen Gluco und Diasend bestehen, welche Informationen Sie in Gluco zur Verfügung haben und welche Vorteile die Gluco-Plattform Ihnen bietet. Wir werden Ihnen außerdem zeigen, wie Sie unseren technischen Support erreichen können, falls mal Fragen auftauchen sollten. Wir gehen außerdem auf das Thema der Kompatibilität der Geräte ein und wie ich schon erwähnt habe, kommt am Ende die Fragen- und Antwortenrunde. Also bitte dran denken, während des Webinars gerne die Fragen schon reinschreiben auf der rechten Seite. Zuerst einmal, wer sind wir eigentlich? Bei Gluco möchten wir die digitale Gesundheit verändern. Und das tun wir, indem wir Menschen mit Diabetes mit ihrem medizinischen Fachpersonal verbinden. Kurz in Zahlen sind es 1 Million Patienten ungefähr, die Gluco-Lösungen aktiv verwenden. Es sind 7500 Praxen und Kliniken und uns gibt es in 29 Ländern und 22 Sprachen. Was geschieht jetzt also und wieso? Wir machen ein Upgrade und stellen dabei alle Praxen und Kliniken und auch alle Patienten von Diasend auf die neue und verbesserte Gluco-Lösung um. Jetzt ist die Frage, wieso machen wir das? Das machen wir, um einfach zu ermöglichen, dass die Gluco-Plattform weiter verbessert werden kann und dass neue Funktionen hinzugefügt werden können. Von denen werden dann sowohl Sie als medizinisches Fachpersonal als auch Ihre Patienten profitieren. Wichtig zu wissen, der Zeitraum für die Durchführung des Upgrades beträgt 4 Monate. Und innerhalb dieses Zeitraums können Sie dann den Zeitpunkt auswählen, der für Sie am besten passt, um dann in Ruhe das Upgrade durchzuführen. Was unterscheidet jetzt Gluco von Diasend? Einfach um es kurz zu machen, sind die Programme sich sehr ähnlich, aber Gluco bietet nicht nur dieselben Funktionen wie Diasend, sondern ist darüber hinaus flexibler und wird zukünftig auch die Möglichkeit bieten, noch weitere Funktionen hinzuzufügen. Glucos Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung zu optimieren und nützliche Informationen bereitzustellen. Wichtig zu wissen ist, dass Gluco ein sicheres, cloud-basiertes Datenmanagementsystem ist und die Patienten können entweder bei Ihnen in der Praxis oder Klinik Daten hochladen oder von zu Hause aus. Wenn die Patienten von zu Hause aus hochladen, können sie dann Daten mit ihrem Diabetes-Team teilen. Auf die Art und Weise wird die Patientenbetreuung erleichtert und ist auch aus der Ferne möglich. Mit Gluco können Sie verschiedene kompatible Diabetesgeräte hochladen. Das sind Blutzuckermessgeräte, CGMs, Insulinpumpen, Smartpens und Activity Tracker. Gluco bietet Ihnen genau wie Diasend eine Vielzahl von Berichten, mit denen Sie die Daten Ihrer Patienten analysieren können. Hier sehen Sie eine Liste mit den verschiedenen Gluco-Berichten und Diagrammen, angefangen von der Zusammenfassung bis hin zu genaueren Informationen, wie zum Beispiel den Geräteinformationen. Auf die einzelnen Berichte und Diagramme gehen wir im Lauf der Live-Demonstration dann noch genauer ein. Jetzt kommen wir zur Live-Demo.
Um sich auf Ihrem Gluco-Konto anzumelden, gehen Sie auf my.gluco.com und geben Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Dann sehen Sie als erstes die Registrierkarte Geräte zuordnen. Die Registrierkarte ist vergleichbar mit der Registrierkarte Klinik von Diasend, auf der die Uploads erscheinen, die Sie mit dem Transmitter in der Praxis oder in der Klinik durchführen. Hier sehen Sie die Namen der Geräte, die wir in den letzten 24 Stunden ausgelesen haben. Sie sehen den Gerätetyp, hier ein Blutzuckermessgerät und hier die Seriennummer des Gerätes. Sie sehen auch, wann die Daten hochgeladen wurden und mit welchem Transmitter. Hier sehen Sie die Seriennummer. In diesem Fall haben wir zum ersten Mal Daten von diesem Gerät hochgeladen. Aus diesem Grund sehen wir, dass neues Gerät angezeigt wird. Und die einzige Option, die uns angeboten wird, ist also, das Gerät einem Patienten zuzuordnen. Beim Klicken auf Zuordnen müssen Sie dann Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum des Patienten eingeben. Wenn bei der Eingabe der Daten dann eine Übereinstimmung in unserer Patientenliste gefunden wird, erscheint der Name des Patienten, damit wir dann die Daten dem bereits bestehenden Konto zuordnen können. Wird keine Übereinstimmung gefunden, muss ein Konto für den Patienten angelegt werden. Es ist nicht zwingend erforderlich, eine E-Mail-Adresse für den Patienten anzugeben, aber wir empfehlen Ihnen das dringend. Auf diese Weise erhält der Patient nämlich eine Einladung für die Nutzung von Gluco und kann damit Daten von zu Hause aus hochladen. Aber es ist noch aufgrund von einer anderen Sache wichtig, und zwar vermeiden Sie dadurch doppelte Konten für einen und denselben Patienten. Wenn es nicht das erste Mal ist, dass ein Gerät hochgeladen wird, sieht das Ganze ein wenig anders aus. Und dafür wollen wir uns einen anderen Fall anschauen. Hier sehen wir dieses Gerät, ein Ascensia Contour Next One. Und das Gerät war bereits vorher dem Herr Witt zugeordnet worden. Aus dem Grund erscheint automatisch nach dem Auslesen die Option Zuordnen zu Jürgen Witt. Wenn er die richtige Person ist, klicken Sie dann einfach auf Zuordnen zu Jürgen Witt. Falls die angezeigte Person aber nicht die richtige ist, können Sie jederzeit auf anderen Patienten zuordnen klicken. Beim Klick auf anderen Patienten zuordnen müssen Sie dann Vorname, Nachname und Geburtsdatum des Patienten eingeben, und wenn bei der Eingabe der Daten dann eine Übereinstimmung in unserer Patientenliste gefunden wird, kommt der Name des Patienten, damit wir die Daten dann dem bereits bestehenden Konto zuordnen können. Wird keine Übereinstimmung gefunden, muss ein Konto für den Patienten angelegt werden. Und ich sage es nochmal, es ist nicht zwingend notwendig, eine E-Mail des Patienten anzugeben, aber wir raten wirklich dringend dazu, damit der Patient dann eine Einladung bekommt, Gluco auch von zu Hause zu benutzen und von zu Hause Daten hochzuladen. Wie bereits erwähnt, gibt es einen Unterschied zwischen Diasend und Gluco, und zwar, dass Sie immer die Daten erst zuordnen müssen, um die Daten anzeigen zu können. Wie Sie sehen, haben Sie nach der Zuordnung auch noch die Möglichkeit, die Zuordnung aufzuheben. Sie können sie, wie gesagt, jemandem anderen zuordnen oder komplett die Zuordnung aufheben. Können wir hier mal zeigen. Wenn wir das dem Bastian Bauer zugeordnet haben, haben wir danach die Möglichkeit, die Zuordnung aufzuheben. Denken Sie aber daran, dass Sie nur 24 Stunden Zeit haben, um die Daten einem Patienten zuzuordnen oder die Zuordnung rückgängig zu machen. Nach dem Zeitraum von 24 Stunden erscheinen die Geräte nicht mehr in der Registrierkarte Geräte zuordnen, und daher ist es dann nicht mehr möglich, Änderungen vorzunehmen. Das bedeutet,
wenn sie vergessen haben, Daten einem Patienten zuzuordnen und die 24 Stunden sind vorüber, müssen die Daten neu ausgelesen werden. Eine weitere Möglichkeit in Gluco besteht darin, einen PDF-Bericht zu erstellen. Der Teil ähnelt DiaSend, ist aber detaillierter und moderner. Sie können da verschiedene Zeiträume auswählen und dann die Berichte auswählen, die Sie herunterladen möchten und sehen dann auch die geschätzte Gesamtzahl der Seiten, die der Bericht ungefähr lang sein wird. Wir müssen dann nur noch auf PDF erstellen klicken und schon wird es dann erstellt. Ein kleiner Unterschied zu DiaSend besteht auch darin, dass Sie in Gluco die Daten nach dem Transmitter filtern können, mit dem die Daten hochgeladen wurden und nach dem Gerätetyp. Hier sehen wir den Transmitter. Wenn es mehrere Transmitter vorhanden sind, kann man nur einen beispielsweise auswählen und die Daten nach dem sortieren. Und das gleiche hier bei den Messgeräten, dass man beispielsweise nur die Daten von Pumpen anzeigt oder nur von CGMs. Die Funktion ist vor allem nützlich für große Praxen und Kliniken, in denen mehrere Transmitter verwendet werden und täglich viele Daten hochgeladen werden. Auf die Weise kann jedes Teammitglied nach dem verwendeten Transmitter oder beispielsweise nach dem jeweiligen Gerätetyp filtern und einfach leichter die entsprechenden Uploads finden. Jetzt schauen wir uns den Reiter Patientenanzeigen genauer an. Wie ich bereits erwähnt habe, erhält der Patient, wenn Sie beim Erstellen des Kontos die E-Mail-Adresse des Patienten eingeben, eine Einladung, Gluco zu verwenden und Daten von zu Hause aus hochzuladen. Über den Reiter Patientenanzeigen können Sie dann die Einladung an einen Patienten erneut verschicken, wenn dieser das Konto noch nicht aktiviert hat. Da sieht man dann hier Einladung erneut senden. Sie können die E-Mail-Adresse auch ändern, falls Sie hier feststellen sollten, dass da vielleicht was nicht ganz richtig geschrieben war. Dann einfach nochmal auf Einladen klicken. Hier ist die letzte Synchronisierung und da können Sie sehen, wann der Patient das letzte Mal Daten hochgeladen hat. Das ist besonders hilfreich, falls Sie die Patienten kontaktieren möchten, die schon lange keine Daten mehr hochgeladen haben. Dann sehen wir hier die Markierungen oder Tags. Das ist ein weiteres Merkmal, nach dem viele Praxen und Kliniken gefragt haben. Einfach diese Markierungen, die man Patienten hinzufügen kann. Wenn Sie dann auf dieses Symbol klicken, kommen Sie zuerst zu einer Liste von medizinischem Fachpersonal. Das sind die Personen des Fachpersonals, die also die Teammitglieder, die der Administrator dem Konto hinzugefügt hat. Und da können Sie die medizinische Fachkraft auswählen, die den jeweiligen Patienten betreut. Wie zum Beispiel hier ist es die Frau Schmidt, die den Herr Witt betreut. Sie können aber auch noch weitere Arten von Markierungen hinzufügen. Das sehen wir hier zum Beispiel Tandem. Könnte man alle Patienten damit taggen, die also eine Tandempumpe verwenden, um die Liste dann danach zu sortieren und einfach leichter einen Überblick zu erhalten. Dann können wir hier gehen unter Filtern, dann könnte man alle Patienten anzeigen, die beispielsweise eine Tandempumpe haben und bei der Frau Schmidt Patienten sind. Dann klicken Sie hier wieder, wenn Sie den Filter entfernen möchten und wieder alle Patienten sehen möchten. Auf dieser Seite können Sie außerdem neue Konten für Patienten erstellen. Da müssen Sie zuerst hier auf Patientenkonto erstellen klicken und dann das Formular ausfüllen, das auf dem Bildschirm erscheint.
Jetzt werden wir uns kurz die Informationen ansehen, die im Profil des medizinischen Fachpersonals vorhanden sind. Dazu gehen wir in die Einstellungen rein und zuerst einmal sehen wir den Namen, dann die E-Mail-Adresse und da ist es wichtig, die E-Mail-Adresse können Sie bei Bedarf auch ändern. Sie sehen auch das Passwort, das kann auch geändert werden, genauso wie die Sprache. Und hier ist auch die Möglichkeit, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn die aktiviert ist, müssen Sie für den Zugriff auf das Konto Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und auch einen temporären Code eingeben, den Sie per E-Mail erhalten. Wenn wir jetzt hier fortfahren, sehen wir außerdem, dass Sie die Einheiten ändern können, in denen die Daten angezeigt werden sollen, also Milligramm pro Deziliter oder Millimol pro Liter. Und Sie können auch auswählen, ob die manuell in eine Insulinpumpe eingegebenen Glukosewerte in der Statistik angezeigt werden sollen oder nicht. Das ist nützlich, wenn Sie möchten, dass die Messwerte in den angezeigten Berichten einfach vorkommen. Als nächstes sehen wir die Informationen zu Ihren Transmittern oder Klinik-Uploadern. Wenn Sie möchten, können Sie dem Transmitter einen Namen geben, um zu wissen, wo er sich befindet. Dazu können Sie diese Transmitter-Seriennummer mit beispielsweise Anmeldung ersetzen oder dem Namen des jeweiligen Diabetesberaters oder der jeweiligen Ärztin, die für den Transmitter zuständig sind. Und wenn Sie dann Daten speichern hier und zu den Uploads gehen, dann sehen Sie beispielsweise immer Anmeldung, wenn Sie auf den jeweiligen Transmitter klicken, also nicht mehr die Seriennummer. Wenn wir zum Ende der Seite gehen, sehen Sie die bevorzugten PDF-Einstellungen. Hier können Sie PDF-Berichte erstellen. Sie können beispielsweise einen Standardbericht für Patienten erstellen, die Insulinpumpen verwenden. Und um einen neuen Bericht zu erstellen, muss man dann hier auf Neuer Favorit klicken, einen Namen eingeben, beispielsweise Favorit, und OK klicken und dann die jeweiligen Berichte auswählen, die Sie sehen möchten, und dann einfach speichern. Jetzt möchten wir uns noch anschauen, welche Möglichkeiten der Administrator des Glukokontos hat. Und zwar hat der Administrator eine zusätzliche Option im Konto, die Klinik verwalten heißt. Und auf der Seite gibt es dann noch weitere Informationen. Auf dieser Seite kann der Administrator des Glukokontos individuelle Logins für Ihre Kollegen hinzufügen. Und beim Hinzufügen erhält der Kollege dann eine E-Mail, um sein Passwort zu wählen und das Konto zu aktivieren. Aus der Liste können wir beispielsweise sehen, dass hier noch eine ausstehende Aktivierung vorhanden ist. Wir könnten also die Aktivierungs-E-Mail erneut versenden, weil die beispielsweise übersehen wurde oder einfach nicht angekommen ist. Wenn der Benutzer das Konto bereits aktiviert hat, dann sehen wir das in der Spalte Status. Da steht dann aktiv. Durch Anklicken des Stiftsymbols auf der rechten Seite können Sie das Konto löschen, beispielsweise wenn eine Person nicht mehr in der Praxis oder Klinik arbeitet. Und diese Konten erscheinen dann in Grau und mit durchgestrichenem Namen. Und Sie sehen außerdem das Datum, an dem Sie das Konto gelöscht haben. Wenn Sie zum Ende der Seite gehen, haben Sie die Möglichkeit, die von Ihnen gelöschten Benutzer auszublenden, damit die einfach nicht mehr in der Liste der professionellen Benutzer auftauchen. Sie können außerdem hier sehen, dass Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die verschiedenen Benutzer aktivieren oder deaktivieren können, einfach indem Sie diesen Schalter nach rechts oder nach links ziehen. Jetzt sehen wir die verschiedenen Registrierkarten und Grafiken, die verfügbar sind, wenn wir zum Konto eines Patienten gehen.
Wenn der Patient Daten mit dem medizinischen Fachpersonal teilt, können Sie und der Patient sowohl in Gluco als auch in Diasend dieselben Informationen sehen. Zuerst einmal haben wir die Registrierkarte Zusammenfassung. Das standardmäßig angezeigte Zeitintervall beträgt 2 Wochen. Sie können aber verschiedene Zeitintervalle wählen und hier gibt es auch den benutzerdefinierten Zeitraum. Da wollen wir jetzt mal einen Zeitraum auswählen und zwar vom 4. Oktober bis zum 18. Oktober und dann übernehmen wir das. Hier können wir jetzt auch zwischen Blutzucker und CGM-Daten wechseln. Wenn Sie Blutzucker wählen, dann sehen wir die Messwerte des Blutzuckermessgeräts und wenn wir CGM wählen, sehen wir die Informationen des CGMs. Hier sehen Sie die Prozentwerte der Glukosewerte in den Einstellungen von sehr niedrig bis sehr hoch. Und wie Sie sehen können, haben wir daneben die entsprechenden Bereiche der Ebenen mit weiteren statistischen Informationen. Auf der Seite der Zusammenfassung sehen Sie zudem die Messwerte alle 2 Stunden mit der entsprechenden Farbe und auf die Weise können Sie dann einfach erkennen, zu welchen Tageszeiten der Patient möglicherweise mehr Hilfe bei der Behandlung seines Diabetes benötigt. Sie können auch zu Tageszeit wechseln, um zu sehen, wann der Patient möglicherweise mehr Hilfe benötigt. Und es gibt auch noch die Auswahl Wochentag, falls man ein Muster nach einem bestimmten Wochentag identifizieren möchte. Wenn wir jetzt zu CGM gehen, dann ist der obere Teil hier sehr ähnlich. Sie sehen auch die Prozentsätze der Glukosewerte von sehr niedrig bis sehr hoch mit den entsprechenden Farben. Und zusätzlich sehen Sie noch den Prozentsatz der aktiven CGM-Zeit. Darunter sehen wir das AGP-Diagramm, ähnlich auch wie in Diasend. Und auf der rechten Seite haben wir dann Informationen über Insulin und auch über die Ernährung und einige weitere Details. Die Patientin hier verwendet eine Tandempumpe und deswegen sehen wir den zusätzlichen Abschnitt System-Einzelheiten. Das sehen wir hier. Und bei dieser Patientin können wir also dann schnell erkennen, dass sie in 92% der Zeit die Control-IQ-Technologie verwendet. Darunter, wenn die Daten verfügbar sind, erscheinen dann die Informationen über PLGS-LGS, also Predictive Low Glucose Suspend und Low Glucose Suspend. Kriegt man auch hier die entsprechenden Statistiken. Im Abschnitt Insulins sehen Sie außerdem die durchschnittlichen Bolus- und Basaldosen pro Tag und den Prozentsatz von Poly und Basal. Im Abschnitt Ernährung sehen Sie die Kohlenhydrate pro Tag und als nächstes kommt dann der Verlauf. Da sehen wir verschiedene Einträge, beispielsweise Glukosewerte vom Messgerät. Von dem Messgerät, das ausgelesen wurde, aber auch Informationen, die manuell in die jeweiligen Geräte eingegeben wurden. Also Kohlenhydratinformationen, die in die Pumpe eingegeben wurden, beispielsweise hier 25 Gramm. Und es gibt auch Einträge, die die Patientin aus der Gluco-App auf dem Handy hinzugefügt hat. Das sind dann zum Beispiel Medikamente oder persönliche Notizen. Dann gehen wir zur Registrierkarte Diagramme. Die erste Grafik, die Sie hier sehen, ist der Überblick. Und hier wählen Sie zunächst aus, ob Sie die Informationen des Blutzuckermessgeräts oder die Informationen des CGMs sehen möchten. Also auch wieder hier oben. In diesem Beispiel wählen wir CGM.
Und die Werte, die dann über dem Zielbereich liegen, erscheinen in oranger Farbe. Und die Werte, die unter dem Zielbereich liegen, erscheinen in rot. Werte innerhalb des Zielbereichs erscheinen in grün. Wenn wir weiter runter gehen, sehen wir dann Balken mit Kohlenhydraten und Balken mit dem täglich abgegebenen Insulin, also Basal- und Bolusinsulin. Und von hier aus können Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Tag anzeigen, indem Sie mit der Maus über den Tag fahren. Um den Tag dann noch detaillierter zu sehen, können Sie auf den Tag draufklicken, um dann zum Überblicksdiagramm zu kommen, aber nur für diesen bestimmten Tag. Und da wählen wir uns jetzt einen Tag aus und kommen zum Überblicksdiagramm für den 17. Oktober. Hier haben wir wieder die CGM-Informationen, aber diesmal zusammen mit den Blutzuckermesswerten. Wie Sie sehen, haben einige von den Messwerten hier einen grauen Rand und das weist darauf hin, dass es sich um Glukosewerte handelt, die von der Insulinpumpe kommen, die also manuell in die Insulinpumpe eingegeben wurden. Wenn Sie andere große Kreise sehen, die keinen Rand haben, dann stammen die von dem Blutzuckermessgerät. Alle Werte haben die Farbe, die anzeigt, ob der Wert also über, unter oder innerhalb des Zielbereichs lag. Nachfolgend kommen dann die Informationen zu den Kohlenhydraten über den Tag verteilt und Sie sehen außerdem die Bolusdosen, die verabreicht wurden. Die Größe des Balkens ist dabei proportional zur abgegebenen Insulinmenge. Und wenn wir wieder drüber fahren, dann können wir die entsprechende Insulinmenge dann auch angezeigt bekommen. Nachfolgend sehen Sie die Informationen zu den Kohlenhydraten über den Tag verteilt. Und danach sehen Sie die Bolusdosen, die über den Tag verabreicht wurden. Die Größe des Balkens ist dabei proportional zur abgegebenen Insulinmenge. Wenn Sie mit der Maus über den Bolus fahren, dann können Sie da die abgegebene Insulinmenge und die Tageszeit sehen. In einigen Fällen sehen Sie außerdem, dass sich ein Pfeil auf der Leiste befindet. Und in diesem Fall hier handelt es sich um einen Pfeil nach unten. Und der Pfeil nach unten bedeutet, dass weniger Insulin abgegeben wurde als von der Pumpe vorgeschlagen. Und das sieht man genau, wenn man sich auf den jeweiligen Balken draufstellt. Dann sieht man, wie viel vorgeschlagen wurde und wie viel abgegeben wurde. In der Zeile darunter sehen Sie die Basalrate. Sie sehen das Basalprofil, das eine durchgezogene Linie ist und Sie sehen die violetten Balken, die anzeigen, dass die tatsächlich verabreichte Basalrate von der programmierten Basalrate abweicht. Sie sehen auch Informationen zu PLGS, LGS, das sind die roten Balken oder rötlich und Sie sehen einige Symbole wie zum Beispiel den Kreis hier, der anzeigt, dass der Pumpenbetrieb gestoppt wurde. Und dieses andere, dieser Kreis mit dem Pfeil, der bedeutet, dass das Infusionsset oder die Einstichstelle geändert wurden. Alle diese Erklärungen finden Sie in der Legende unter dem jeweiligen Diagramm. In diesem Fall sehen wir auch Informationen zur Control-IQ-Technologie. Sie sehen also, dass die Patientin nachts die Schlafaktivität aktiviert hatte, als sie geschlafen hat, und dass sie morgens die Trainingsaktivität aktiviert hatte. Und wir sehen auch, dass Control-IQ, also den kompletten Tag über, aktiviert war. Das erkennen wir an dem blauen Hintergrund mit diesem blauen Symbol.
Wenn Sie zum Ende der Seite gehen, sehen Sie den Prozentsatz der Zeit innerhalb des Zielbereichs und Informationen zu Control IQ für diesen bestimmten Tag. Jetzt gehen wir zur Tagesanalyse. Das nächste Diagramm, das wir anschauen möchten, ist die Tagesanalyse. Hier können Sie zwischen Glucose und CGM umschalten. Wir wählen jetzt mal Blutzucker aus und da sehen wir, dass zwei verschiedene Diagramme verfügbar sind: Streudiagramm und Boxplot. Beide geben die Möglichkeit, Wochentage auszuwählen, die uns am meisten interessieren, beispielsweise nur dienstags. Und wenn man CGM auswählt, stattdessen stehen zwei weitere Diagramme zur Verfügung. Das ist dann Spaghetti-Diagramm und AGP-Diagramm. Auch hier können Sie die Wochentage auswählen, die Sie am meisten interessieren, beispielsweise nur Samstag und Sonntag. Und wenn wir möchten, können wir natürlich auch einfach ein anderes Zeitintervall wählen. Da können wir hier jetzt mal 30 Tage auswählen. Und die möchte ich von einem benutzerdefinierten Zeitraum, und zwar vom 30. September bis zum 29. Oktober. Das Spaghetti-Diagramm erlaubt Ihnen zum Beispiel einen Blick auf die Momente, in denen der Patient besonders hohe oder niedrige Werte hatte. Und nachdem Sie die Werte gefunden haben, können Sie dann zur Übersichtsseite, also zur Startseite, zurückkehren auf dem Patientenprofil und da den bestimmten Tag einfach genauer betrachten und zusammen mit dem Patienten sehen, was dort los war und wie Sie ihm helfen können, die jeweilige Situation besser zu bewältigen. Dann schauen wir uns das AGP-Diagramm an. Das AGP-Diagramm zeigt die statistischen Informationen der Daten für diese 30 Tage und stellt sie in einem Standard-24-Stunden-Tag dar. Aus dem AGP-Diagramm können Sie die gewünschten Wochentage auswählen, beispielsweise nur dienstags, weil der Patient an diesem Tag immer Sport treibt, oder nur samstags und sonntags, weil Sie sich auf das Wochenende konzentrieren möchten. Wie Sie sehen, sind Sie je nachdem, welches Zeitintervall ausgewählt wurde, wie viele Montage, Dienstage und so weiter es im jeweiligen Zeitintervall gibt, zum Beispiel hier 4 Dienstage. Die Auswahl ermöglicht es Ihnen, einen schnelleren Filter anzuwenden, um die Tage und die Informationen anzuzeigen, die Sie einfach am meisten interessieren. Die nächste Seite ist der Kalender, der Ihnen einen guten Überblick verschafft. Dort sehen Sie Informationen zu Glucose und CGM, zu den Kohlenhydratdaten, zur Insulindosis und zur Basalrate. Sie sehen zudem die hellroten Balken hier mit Informationen zu PLGS-LGS-Stops. Und wenn Sie genauer hinschauen, können Sie auch im Kalender leicht die verschiedenen Symbole der Insulinpumpe erkennen, wie für das Aussetzen der Pumpe oder das Ändern der Einstichstelle oder den Wechsel des Infusionssets. Auch hier können Sie auf den jeweiligen Tag draufklicken, auf den der Sie besonders interessiert, und kommen dann wieder zur Tagesübersicht, also zu der Übersichtsseite für diesen bestimmten Tag. Wie Sie sehen, einfach als Gegensatz zu Diascent, so zeigen die Diagramme die Informationen kombiniert an. Bei Diascent haben wir die Registrierkarten Glucose, CGM und Insulin einzeln und in Gluco sehen wir es eben kombiniert und Sie können dann genau auswählen, welches dieser Diagramme jetzt für Sie am nützlichsten ist oder welches Ihnen einfach am besten gefällt. Die nächste Registrierkarte ist das Protokoll.
Und hier sehen Sie die Glukoseinformationen mit einem Hintergrund, der farblich anzeigt, ob der Wert über, unter oder innerhalb des Zielbereichs liegt. Hier ist dann auch die Erklärung der jeweiligen Farben in der Legende. Sie sehen auch die Kohlenhydrate mit dem grauen Hintergrund und Sie sehen Boli- und Basalrate für jeden Tag. Wie Sie sehen, haben einige Boli ein zusätzliches Symbol, zum Beispiel hier ein Abwärtspfeil. Und unten haben wir dann, wie gesagt, die Legende, wo Sie dann sehen, was der Abwärtspfeil anzeigt, und das ist eben ein Korrekturbolus. Die nächste Registrierkarte, die wir uns anschauen möchten, das sind die Einblicke. Diese Registrierkarte enthält Informationen, die in Diasend nicht verfügbar waren. Hier können Sie als Zeitintervall 30 Tage, 90 Tage oder einen benutzerdefinierten Zeitraum auswählen. Anschließend müssen Sie dann auswählen, ob Sie die Informationen zum Wechsel der Einstichstelle und des Infusionssets sehen möchten oder Senken und Aussetzen einer vorübergehenden Basalrate oder die vorübergehende Erhöhung der Basalrate. Das sind diese drei verschiedenen Fenster. Als erstes schauen wir uns den Wechsel der Einstichstelle und des Infusionssets an. Wenn Sie die Auswahl getroffen haben, sehen Sie eine Liste mit den entsprechenden Ereignissen und wann die aufgetreten sind. Wir sehen zum Beispiel, dass manche der Ereignisse mittags aufgetreten sind, andere nachmittags und manche nachts. Auf der Seite sehen wir auch, dass die Ereignisse aufeinander folgen, obwohl sie an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten aufgetreten sind. Und die schwarze Linie rechts, die zeigt das Ereignis, in diesem Fall den Wechsel des Infusionssets. Die Linie ermöglicht Ihnen zu sehen, wie die Glukosewerte vor dem Wechsel des Sets und danach an den verschiedenen Tagen waren, an denen der Patient eben die Einstichstelle oder das Set gewechselt hat. Im Fenster temporäre Basalrate gesenkt oder gestoppt sehen Sie die Glukosewerte eine Stunde vor, während und 4 Stunden nach der vorübergehenden Senkung oder Aussetzung. Zwischen den beiden schwarzen Linien wird der Zeitraum angezeigt, in dem die Basalrate abgesenkt oder ausgesetzt wurde. Und jeder der Blöcke dazwischen steht für 15 Minuten. So sehen Sie zum Beispiel für den 3. Oktober, dass da nachmittags nur zwei Blöcke vorhanden sind und einer sehr klein ist, weil die Unterbrechung nur 16 Minuten dauerte. Die vorübergehende Basalrate an diesem Tag am Morgen dauerte jedoch fast 4 Stunden. Das sehen wir hier. Und aus dem Grund sehen Sie, dass in diesem Fall zwischen den beiden schwarzen Linien sehr viele Blöcke mit diesen 15-Minuten-Schritten liegen. Auf der Seite können Sie die Auswirkung des Senkens oder Stoppens der vorübergehenden Basalrate erkennen. Und Sie können auch sehen, wie sich die Werte nach dem Ereignis verändern, wenn die programmierte Basalrate weiterhin verwendet wurde. Die letzte Registrierkarte, die wir haben, heißt Geräte. Und hier sehen Sie eine Liste aller der Geräte, die diesem Patienten zugeordnet sind. Wenn der Patient eine Insulinpumpe verwendet, dann können wir auf das Pumpenprofil klicken. Können wir mal hier machen. Und dort können wir dann das Insulin-Kohlenhydrat-Verhältnis und weitere Details anschauen. Sie können auch auf die Geräteeinstellungen klicken und dadurch zu den Pumpeneinstellungen gelangen. Wie auch bei Diasend haben Sie die Möglichkeit, die Pumpeneinstellungen bei früheren Datenuploads anzusehen. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben und diese nicht die gewünschte Wirkung gezeigt haben,
können Sie die Funktion verwenden, um die Einstellungen wieder dann auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzuändern. Es kann vorkommen, dass Sie neben dem Gerät das Symbol von der Uhr sehen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Wenn das der Fall ist, dann zeigt die Uhr an, dass die Zeit auf dem Gerät selber der Zeit auf dem Glucose-Server voraus oder hinterher liegt. Und in dem Fall ist es dann wichtig, dass der Patient die Zeit im Gerät kontrolliert und so schnell wie möglich korrigiert. Jetzt möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie bitte, bevor Sie zu Gluco upgraden, überprüfen, welche Diabetesgeräte mit Gluco kompatibel sind. Einfach um zu erfahren, ob alle Geräte, mit denen Sie derzeit arbeiten, bereits mit Gluco kompatibel sind. Sie finden unsere vollständige Kompatibilitätsliste im Gluco und im Diasend Help Center. Nun möchten wir Ihnen nochmals zeigen, wo Sie die Informationen zum Upgrade von Gluco finden und wie Sie unser technisches Support-Team kontaktieren können. Und zwar finden Sie das Help Center für Diasend auf support.diasend.com und für Gluco auf support.gluco.com. Wir sind immer noch dieselben Mitarbeiter und Sie erreichen uns unter der gleichen Telefonnummer von 8 bis 17 Uhr, montags bis freitags. Vielen Dank fürs Zuhören